Und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elderdom zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Jo, so sieht's aus. Hier wären wir direkt vor der Arena von Kirchester, oder wie auch immer, das Kirchester Stadion. Na dann, wagen wir uns hinein in das Kirchester Stadion. Was steht hier noch rum? Die Kalt drückt auf meine Stimmung. Daher zu Flampion ist deutlich besser. Speichert nämlich umso mehr Kraft, je kälter das ist. Aha. Galare Flampion. Oh, wen haben wir denn da? Oh Mann, ich habe gerade eine Riesenpleite eingefahren. Meine Strategie gegen Gesteins-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Dabei hatten sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du eine Liga-Karte des Arena-Leiters, gegen den ich gerade verloren habe. Wirf besser einen Blick darauf, bevor du dich an den Herausforderungen stellst. Du hältst die Liga-Karte von Mark. Du sortierst die Liga-Karte von Mark in ein Album ein. Ich muss mir derweil überlegen, was ich mit meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mir mit mehr Selbstvertrauen an die Sache rangehe. Okay, ja, gut, ich denke, gegen Gesteins-Pokémon sind wir gewappnet. Da dürfte Prof der richtige Ansprechpartner sein. War gegen Gestein, ich denke, Wasser gegen Gestein, das könnte klappen. Ansonsten, ja, schauen wir mal, mein Team ist eigentlich ganz in Ordnung, mit dem können wir kämpfen, ist kampffähig. Ja, so sieht's aus, die Karte sollten wir uns angucken. Hat man uns gesagt, dass wir uns die angucken sollten. So, Mark, da ist er. Erhalten am 13.01. heute. Ja. Seht aber nicht aufnehme. Ist ein bisschen vorproduziert. Ja gut. Kann man ja verraten. Ist kein so großes Geheimnis. Ein aufstrebender Nachwuchsstar, in dem viele schon den künftigen Champ sehen. Er strebt danach, Kämpfe in stilvollen Art für sich zu entscheiden. Und somit das Klischee zu widerlegen. Experte in Sachen Gesteins-Pokémon hätte einen groben Stil. Er versteht es, seinen Fans bei Laune zu halten und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei der Presse ist er aber dafür berüchtigt, sich nach einer Niederlage wortlos in den Wartebereich zurückzuziehen. Gerade diese Eigenart beschert ihm jedoch bei seinen Fans Pluspunkte. Aha. Also er wird keine großen Worte verlieren, uns aber trotzdem hoffentlich den 6. Orden geben. Aha. Gut, wissen wir Bescheid oder was? Erweiterungspass, ja gut, das ist eine andere Geschichte. Ja. Hey, ich bin Spalduin. Für jemanden wie dich, dessen Schicksal unter einem Wunschstern steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier, bitte sehr. Du hältst den Mondball. Du verstaust das Item in der Pokéballtasche. Mondball. Mit einem Mondball lassen sich Pokémon leichter fangen, bei denen der Mondstein eine Entwicklung auslöst. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Der liebe Balduin. Naja, den habe ich auch lieb gewonnen. Das ist ja auch ein Charakter. Den mag ich mittlerweile schon ordentlich. Um Pokémon gegenüberzutreten, gegen deren Typen man im Nachteil ist, braucht es mehr als Mut. Man muss sich vorbereiten und eine gute Strategie entwickeln, um sie zu uns zu bestehen. Hey, den habe ich doch in den Nachrichten gesehen. Mich in den Nachrichten? Das glaube ich aber kaum. Hey, das ist der in der letzten Zeit doch für Aufsehen gesorgt hat. Radar. Kann ich mit dir reden? Nur weil das Ende in Sicht ist, darf man nicht nachlässig werden. Korrekt. Joa, na dann. Haben wir genug Items mit dabei?
um den Kampf zu bestehen und die Herausforderung. Supertank haben wir ein bisschen, Hypertank haben wir ein paar. Beleber, ja, reicht fürs Erste. Na dann, auf geht's. Willkommen Arena Challenger, möchtest du in unserem Stadion antreten? Jo, los geht's. Dann bitte ich dich zuerst dort drüben in der Umkleidekabine deine Uniform anzulegen. Wird gemacht. So, Uniform angelegt. Immer noch die Standard-Uniform. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie man sie wechseln kann. Wahrscheinlich, indem man sie einfach als Klamotte anzieht. Dann kann man einfach durch. Dann muss man sie nicht umziehen. Hier, nimm diesen Fallgrubendetektor. Den brauchst du für die Arena-Mission. Aha. Okay. Das macht mir ein wenig Angst. Nur ein wenig, aber gut. Oha. Es wird steinig. Dieser Weg wird kein leichter sein. Er ist steinig und hart. Eine Gesteinsarena halt. Nun dann, soll ich dir die Regeln der Arena-Mission von Kirchester erklären? Nö. Wozu Regeln? Ich hau mich schon durch. Gut, dann habe ich dir ein paar erklärende Worte zum Fallgrubendetektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wer in solche Fallgruben plumpst, wird zum zuletzt erreichbaren Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je nach näher du an eine Fallgrube kommst. Aha, verstehe. Dann viel Erfolg. Es dürfte machbar sein. Kannst du mich hören? Versuch den richtigen Weg zu spüren. Aha. Aha, okay. Das hat vibriert. Okay, das wird noch nicht lang. Okay, da scheint was zu vibrieren. Da sollte man nicht, nein. Okay. Also links lang. Das zeigt sogar. Das zeigt sogar an, wenn was vibriert. Hier müsste eine sein. Jo. Richtig ausprobiert. Also man muss hier vorbei. Da kann man nicht lang. Ja, dachte ich mir. Der einzige Weg geht's durch die Trainersache. Ich versuch's hier trotzdem nochmal. Tja. Ich mach's einfach mal sichtbar. Mach sichtbar, wo ich lang muss. So funktioniert's. Du musst wohl kämpfen, wohl oder übel. Na, hast du dich schon daran gewöhnt, im Kirchester Stadion herumzulaufen? Naja, muss wohl noch ein bisschen. Arena-Trainer Ina fordert dich heraus. Arena-Trainer Ina setzt Sedimantur ein. Los, Prof. Muss sie eigentlich aufheben für den letzten Kampf, aber können wir schon mal versuchen. Akkochner ist sehr effektiv. Muss mal versuchen, was hier gegen Gestein wirkt. Ja, Wasser wie vermutet. Katapult. Gut, das bringt nicht viel. Felsgrab ist effektiv. Nicht sehr effektiv, aber effektiv. Können wir also versuchen. Ja, nicht schlecht. Kann man machen. Bruchrüstung. Aha. Na komm, Prof. Mach's alle. Katapult. Wird nicht viel bringen. So. Fast unverletzt aus dem Kampf. Na komm. Sehr gut. Erst den Trainer besiegt. War gar keine Ursache. So, Blicky plus 1, Rufus plus 1 Level. Ja. Tarnsteine. Naja, nee, lass mal. Muss nicht sein. Ja. Trainer besiegt und wie ich gerade bemerkt habe, meine Pokémon sind alle schon entwickelt. Also brauchen wir keine Entwicklung mehr zu erwarten. Tja, schade. Du hast im Kampf so selbstsicher gewirkt. Jetzt geht mir ein Licht auf. Du hast 3648 Pokémon und gesiegt aus dem Kampf gegen die erste Trainerin in dieser Arena hervor. In der Arena-Herausforderung im Stadion. Okay.
Okay, da geht's nicht lang. Da auch nicht. Aber da, nein, da nicht. Okay, hier vielleicht. Okay. Also hier so lang. Vorsichtig. Haben wir es geschafft. Ach, jetzt werden alle Wege. Ja, gut. Wird alles sichtbar gemacht. Interessant. Und weiter geht's. Genau, weiter so. Atme tief ein, konzentriere dich. Puh. Er hat nicht gesagt, dass ich wieder ausatmen soll. Okay, hier gerade durch. Nicht lang. Nein. Okay, hier wird's nichts. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Das ist eindeutig was. Sachte. Müssen wir wohl an dem nächsten Trainer vorbei hier. Ja, fast ohne runterzufallen. Nichts geht über Gesteins-Pokémon. Sie sind einfach die allerdollsten aller Pokémon. Arena-Trainer Caroline fordert dich heraus. Arena-Trainer Caroline setzt Castellanid ein. Du schaffst das, Prof. Ja, ich vertraue auf dich. Ein Pokémon hat es nur. Aquaknarre wird es wohl bringen. Na komm. Mach's alle. Ja, gut. So viel dazu. Gut, nochmal Aquaknarre. Na komm. Ach nee, das hat ja nicht viel gebracht. Ach, verdammt. Setz mal eine andere Attacke ein. Wäre vielleicht ratsam. Kreuzschere. Oh wei. So, Felsgrab. Könnte. Muss aber nicht. Oh, es lief. Merke, Aquagna und Fels. Wasser und Fels. Das bin's. Hast du. Keuch. Hast du gesehen, wie toll die sind? Du gewinnst 3648 Pokémon-Dollar gesichert aus dem Kampf gegen die zweite Trainerin dieses Stadions, dieser Arena Herausforderung. Hervor. Gut, und weiter. Weiter des Wegs. Und da muss eine Grube rein. Da muss eine Grube sein. Rechter Wegs. Hier ist aber auch was Heftiges. Jo. Gehen wir der Weg safe. Drum herum können wir nicht. Schade. Müssen wir zum nächsten Trainer vor. Ich umgehe den Trainer. Kann ich das überhaupt? Kann ich nicht. Verdammt. Sie lassen mich nicht. Ach, verdammt. Da ist eine Falle. Versuche drum herum zu kommen. Ich bin drum herum gekommen. Sehr gut. Ach, verdammt. Trainer umgehen, Trainer umgehen. Das ist ja schwerer als gedacht. Verdammt. Wissenswertes für Merk-Fans, Teil 1. Er zieht sich super an und sieht sehr klasse aus. Astrainer Christopher fordert dich raus. Astrainer Christopher setzt Waggon ein. Aha, habe ich auch. Lustige Weiterentwicklung. Edge. Nur ein Pokémon. Ist effektiv. Na komm. Aquaknarre. Jo, das bringt's. Tarnsteine wird dir nicht viel bringen. Bitte nicht helfen. Jo. So. Noch einmal Felsgrab zur Abwechslung. Zack. Das war's.
Waggon besiegt, Trainer besiegt. Das ging schnell. Hätten wir uns gar nicht dran vorbeischleichen müssen. Gigasauger, wer will den Gigasauger? Takeru. Ja. Keytime, Tiefschlag. Schutzschild, ja, von mir aus. Schutzschild braucht man nicht unbedingt. Wir kämpfen offensiv. Christopher besiegt. Wissenswertes für Mike-Fans, Teil 2. Er ist nicht nur stylisch, sondern auch charmant. Gunst 3744 Pokémon dann und ist gleich aus dem Kampf gegen Trainer Nummer 3 hervor. Jetzt können wir mal vorbei. Vorsichtig. Vorsichtig. Verdammt. Genau in das Loch. Ich stelle mich hier schlecht an. So, hier herum. Vorsichtig. Ach, verdammt. Sagte er. Hier wird jetzt wohl nichts mehr sein. So. Ja. Weiter geht's. Geschafft schon. Ja, viel haben wir nicht. Oh, doch. Müssen wir zwar noch. Du wirst jetzt weniger sehen können. Du wirst weitergehen müssen, auch wenn du nichts siehst. Ah, shit. Das ist jetzt fürs Let's Play ein bisschen kontraproduktiv. Ja, gut. Das ist ziemlich kontraproduktiv fürs Let's Play. Aber ich sehe ja noch was. Ich hoffe, ihr auch noch auf der Kamera. Da muss ich lang. Komm, hier fall ich nur runter. Das ist heftig. Muss ich lang? Hier kann ich lang, oder? Kann ich hier außen rum? Ich kann hier außen rum. Das ist aufregend, oder? Werte Herren auf den Podiumsplätzen. Ah, verdammt. Was denn doch? Das habe ich gesehen. So, hier rechts lang. Hier lang. Hier muss um die Ecke. Hier werde ich wohl lang geschickt. Hier ist eine Plattform, da wartet ein Trainer auf mich. Oder auch nicht. Da geht's nicht lang. Kopfkratz. So, wo sind wir hier? Da wartet doch gleich ein Trainer. Los, geh weiter, hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Hier geht's nirgendwo weiter. Trainer. Na komm, hier dran vorbei. Geradeaus. Nein, Trainer. Können wir die Trainer irgendwie umschiffen? Hier lang. Das Gebiet ist aber sehr lang. Sehr weit. Man lernt durch seine Fehler. Mhm. Tut man das? Ganz vorsichtig. Hier lang vielleicht? Ja. Ist weniger los. Spannend. Sehr spannend. Ich wollte gerade sagen, rechts geht es normalerweise weiter. Da hat man bessere Chancen lang zu kommen. Hier wollten wir lang. Hier. Nein, verdammt. Da geht's nicht lang. Das ist jetzt ein bisschen öde. Das ist im Let's Play ist das jetzt ein bisschen wirklich sehr kontraproduktiv. Na. Da geht's also auch nicht lang. Langsam. Langsam sehe ich, wo ich lang muss. Nicht alle Wege freimache. Bleibt ja kaum noch was. So, hier lang. Kacke. Hier geht's auch nicht lang. So, der einfachste Weg wäre wahrscheinlich bei den Trainern lang. Aber es geht auch hier. So. Hier lang. Ach verdammt, schon wieder hier. Ist halt ein bisschen blöd jetzt hier.
blind durch die Wüste zu laufen. So, hier rechts rum, dann links rum. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, an der Wand lang. Verdammt! Ich fall nur in Löcher. Dafür haben wir den Weg gesichert. Also hier können wir schon ganz locker durchrennen. Da wissen wir schon, wo es lang geht. So. Ist auch eine Taktik. Ich glaube, hier ist recht wenig los. Hier können wir lang. Hier können wir lang. Hier ist weniger los. Hier kann es knifflig werden. Da lang. Halte durch bis zum Schluss. Du hast es fast geschafft. Hui. Ich hab's geschafft. Fast. Hier sind noch ein paar Hindernisse. Jo. Durchgekommen. Großartig. Und ja, da war viel auf dem Weg. Nach hinten hin habe ich schon einiges freigeschaltet. Ja, nicht schlecht. So haben wir die Prüfung auch bestanden. Großartig. Das war fabelhaft. Auf zum Kampfplatz. Großartig, gigantisch. Dass die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Auf geht's. So, geradewegs auf in den Kampf. So, der Mark. Scheinbar, wie man es uns sagt, wie man es uns schon gesagt hat, ein wenig wortkarg. Ich bin Mark. Tut mir echt leid. Aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, dem Publikum die unübertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir es hinter uns, Challenger. Sechste Arena-Orden, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir schon ordentlich vorangekommen. Das Abenteuer neigt sich langsam. Zumindest die Arena-Mission neigt sich langsam dem Ende entgegen. Arena letzter Mark fordert dich aus. Tanatora. Oder so ähnlich. Vier Pokémon hat er. Nach dem Spielen war sie weg. Machen wir sie alle. Okay, das Dynamax will ich mir wieder bis zum Schluss aufheben. Na komm. Kaltklinge. Oha. Vor der Attacke habe ich Respekt. Die war ordentlich. Da war ein Pokémon Y. Wenn ich mich richtig dran erinnere. In der Top 4 einiges von abkriegen müssen. Keine schlechte Attacke. Die Wasserattacken sind gar nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Rufus, na komm. Vielleicht kannst du mit deinen Gesteinsattacken ein bisschen was bewirken. Gestein gegen Gestein. Ich weiß noch nicht. Vielleicht bringt es was. Kalkklinge, halt durch. Also unter halt durch habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber ja gut. Was könnte gegen Gestein gut sein? Ein Flug vielleicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht kläglich scheitern. Das wäre ein bisschen peinlich. Da versuchen wir es doch mal. Stahl gegen... Könnte es klappen? Bohrschnabel vielleicht. Na komm. Aha. Er verteidigt sich. Na komm. Bohrschnabel. Hau rein. Ja gut. Hau rein habe ich mir auch was anderes vorgestellt. Stahlflügel, wir versuchen es mal. Kalkklinge. Holst du durch? Ah, shit. Ein bisschen ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was hier überhaupt was bringt. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Mit Gestein, was hier effektiv ist. Lecky besiegt. Ah, shit. Ich würde gleich mal Prof zurückholen. Der ist jetzt hier der, den ich brauche. Ja, Takiru. Musst du mal hier mal Stellung halten. Mordibot.
Wir haben noch nicht mal den ersten besiegt. Verdammt. Das wird doch wieder ein Zierkampf. Puff. Na komm. Es braucht doch bestimmt wieder Anläufe. Ah, shit. Auweia, mein Team. Was ist los mit meinem Team? Es hält nicht viel aus. Das schreit nach einem neuen Anlauf. Wenn wir jetzt hier schon beim ersten mal verkacken. Den würde ich dann im nächsten Part dann wahrscheinlich machen. Der wird dann in diesem Part nichts mehr werden. Ah, shit. Kacke. Das wollen wir eigentlich nicht. Na komm, kriegen wir vielleicht hin. Kopfkratz. Tagklinge. Ja, die jetzt aus. Grasmixer. Ein Versuch wäre es wert. Nein. Verdammt. Er sitzt zweimal Kalkklinge ein und da war es am Mini geschehen. So, wen haben wir da noch übrig? Tja, Prof und Mordev. Prof, du bist dran. Schweres Kopfkratz. Felskramp, versuchen wir es. Ausbruch. Na komm. Bitte lass es wirken. Wenigstens den einen besiegen. Felskramp. Das kann ja eigentlich nicht. Oh, es kann. Doch, es kann. Na komm. Mach's alle. Ausbruch. Ja, setzt du nur weiter Ausbruch ein. Das würde doch nichts helfen. Vielleicht hat Prof doch eine Chance. Na komm. Mach es alle. Felsgrab. Da waren es nur noch drei. Okay. Ja, nur noch drei. Dazu so viel. Potrotz. Weiterkämpfen. Ja, was soll ich machen? Modi einsetzen. Okay, das ist Feuer. Das können wir vielleicht wegspülen. Na, könnte ein Wasserattacke. Oder auch nicht. Vielleicht doch lieber Felsgrab. Ein Volltreffer war das. Oh, scheiße. Sollte man bei Felsgrab bleiben. Was gegen Prof gar nicht so effektiv ist. Aber gegen Potrotz hoffentlich. Na komm. Ja, das bringt's mehr. Warum eine Gesteinsattacke auch? Warum auch immer Gesteinsattacken gegen Gesteins-Pokémon gut sind? Mir soll es recht sein. Gegen Wasser bringt es auf jeden Fall nichts. Na komm, Felsgrab. Da waren es nur noch zwei. Die Hälfte haben wir schon. Felsgrab ist vielleicht die Lösung. Die kriegen wir so gerockt. Gerockt, versteht er? Ja, Flachwitzkönig Zwergi meldet sich zu Wort. Nein, weiterkämpfen. Humanoid. Aha. Verstehe. Felsgrab. Solange ich es noch kann. Wunderraum. Aha. Da wundere ich mich ja. Felsgrab. Na komm. Jo, das wirkt, das bringt's. Zwei Wörter wieder verschwuchtelt. Einfach. Ich hab's nicht so gemeint. Verwuchtelt, ja, das wollte ich nicht sagen. Sollte keine, ja, Wörter. Autsch. Fesselbiss. Na, dann machen wir's mal. Kopfnuss können wir verlieren, ja, warum nicht? Ich weiß nicht, was Fesselbiss bringt. Ich bleib dann lieber vielleicht mal bei der bewährten Gesteinsattacke. Monte Carlo, weiterkämpfen. Jo. Nein, ich bin noch nicht zu Staub zerfallen. Ich kämpfe weiter. Ich auch noch nicht. Ich halte durch. Das wird wieder ein Kampf der Giganten. Monte Carlo gegen Giga Dynamax. Prof. Deiner Brocken. Warum nicht? Das hat bisher gut geklappt. Giga Dynamax. Bei dem Giga Dynamax. Das
zugleich. Na gut, das kann ja nur ein Kampf der Giganten werden. Gut, besteht also auch nicht die Chance, dass einer kleiner wird. Gut, das sieht episch aus. Monte Carambos. Gigant Dynamax-Form, haben wir es auch mal gesehen. So, Giga Dynamax. Auch nicht schlecht. Was? Episch, episch. Epic Fight. Na komm. Attacke. In einem großen Körper steckt Großkraft. Wart's nur ab. Na, werden wir sehen. Giga Schlacker. Er darf zuerst ansetzen, einsetzen. Ach Mensch. Na komm, halt durch, Prof. Ah, shit. Kritischer Treffer. Na komm. Deiner Brocken. Badutz. Das sieht ja ziemlich ähnlich aus. Haut ungefähr genauso rein. Oha. Der Kampf der Giganten. Wer wird gewinnen? Deiner Flut ist auch sehr effektiv. Na komm, dann fluten wir das Stadion mal. Nicht mit Licht, sondern mit Wasser. Nicht Flutlicht, sondern Flutwasser. Attacke, deine Flut. Na komm, mach's alle. Da, ciao. Na, 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 na. Die Menge singt. Da, da, da. Immer wieder cool. Na komm. Letzte Runde. Sehr effektiv, deiner Flut. Halte durch, Prof. Halte durch. Deiner Brand. Bist mich ja verarschen. Brand. Gegen Prof. Gut, er hat seinen Tod besiegelt. Deiner Flut. Mach's alle. Denn es die Katschau. Er lebt noch? Wie kann das sein? Er lebt noch? Wirklich? Ah, shit. Es lebt noch. Der Kampf geht weiter im Kleinen. Aua. Aber wir haben noch Molly zur Not. Beutel. Ich hätte gedacht, das wäre es jetzt schon, aber ich musste mich eines anderen belehren lassen. Na komm. Sehr gut. Felsgrab. Das bringt dir nichts. Ich bin gerade verstellt. Na komm. Und zum Schluss mal ein Fesselbiss. Effektiv. Tierschuss. Na komm. Die neue Attacke mal ausprobieren. Tierschuss bringt ja nicht viel. So, Fesselbiss. Katschau. Da war Monte Carlo besiegt. Und ein Volltreffer. Hervorragend. Und im epischen Finale besiegt. Der sechste Orden ist unser. Mark besiegt. Ich will mich einfach in ein Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Gewinnst 13.440 Pokémon-Dollar. Gehst siegreich gegen den sechsten Arena-Leiter der Ghana-Region, gegen Mark, hervor. Jetzt bin ich baff. Aber ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt. Hier, der Gesteinsorden. Wortlos geht er weg. So wurde es uns gesagt. Naja. Der sechste Orden ist unser. Waren es nur zwei. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 50 fangen. Mach dir keine Gedanken um mich. Ich muss einfach mehr trainieren. Das ist alles. Glückwunsch zum Sieg gegen Mark. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese Terne. Du erhältst sie im 48 Felsgrab. Habe ich doch schon. Kann drauf schon. Ist nichts Neues für mich. Aber gut, danke trotzdem. Geschenkter Gaul und so weiter. Und hier hast du noch eine Nachbildung von Marks Uniform. Ohne die ist er nur halb so cool. Gesteinsuniform erhalten. Der Gesteinsorden steht dir gut. Nur weiter so, Zwergenfürst. Jo, haben wir den sechsten Orden auch geschafft. Weiter geht's mit der siebten Arena-Herausforderung sehr bald. Erstmal mit dem Abenteuer noch ein bisschen. Geht's weiter voran im Abenteuer im nächsten Part.
Daumen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.